Sie wissen, ich nehme immer super gerne Kommentare von Zuschauern oder auch einen Satz, einen Kommentar von einem Zuschauer als Anlass für eine neue Recherche und für ein neues Video. Und es gab einen Satz einer Zuschauerin, sie hat geschrieben, der Ablass von Gott hat uns an diesen Punkt geführt. Und da bin ich hundertprozentig ihrer Meinung und möchte das kurz erklären, vielleicht aus meiner Sicht, was da gerade passiert ist und was da auch passiert. Der Ablass von Gott heißt natürlich, ja, das Reingehen in den Egoismus, unser Ego über alles stellen. Ich rede ja immer wieder und sehr gerne und sehr oft über die Seele und über das Licht, über Gott, also Gott, das Licht, das ganz Hohe, das Höchste und unsere Seele. Und dazwischen sollte ja eigentlich gar nichts sein. Unsere Seele sollte die direkte Verbindung mit dem Schöpfer haben, mit dem ultimativen, mit dem unendlichen, nie endenden Licht haben. Aber da setzt sich natürlich dann auf diesem Planeten, wo wir alle in unserem menschlichen Körper, ich sage ja immer so gerne, unser menschlicher Avatar. Es ist ja alles eigentlich eine irrsinnige Illusion. Wir rennen unser Leben lang auf diesem Planeten, auf dieser Erde, unser Leben lang rennen wir hinter einer Illusion her. Wenn wir hinter dem Materiellen, hinter dem Geld, hinter dem Mammutgeld, hinter dem Materiellen, hinter unserem Haus, hinter einer Liebe verbunden mit einer Person, hinter Ansehen, hinter Macht, hinter eine große Villa oder was auch immer, da rennen wir einer Illusion hinterher. Ja, und das ist auch nicht so schlimm und auch nicht schlecht, denn wir sind auf diesem Planeten, um zu lernen, aber auch um zu genießen. Also, ich sage nicht, wir sollen uns jetzt alle irgendwo in einer Höhle am Strand oder in einer Hütte oder sonst wo in den Wald hinsetzen und den ganzen Tag beten und meditieren. Wir sind auf einem viel niedrigeren Niveau-Ebene als zum Beispiel ein hochentwickelter Guru oder zum Beispiel auch, wo wir gerne immer drüber reden, über Jesus, der Sohn Gottes, der natürlich sehr, sehr, sehr hochentwickelt war, geistig, spirituell. Auf der Ebene sind wir nicht. Und wir sind hier, um unsere ganz normalen Erfahrungen im ganz normalen täglichen Leben zu machen und daraus zu lernen. Aber, und da jetzt der Kommentar, haben wir gelernt? Sind wir bereit zu lernen? Ich denke, ja. Der Abfall von Gott hat uns dahin geführt, wo wir gerade sind. Ich glaube eher, dass auch unser sehr großes, sehr hohes spirituelles Bewusstsein uns dahin geführt hat. Und da komme ich wieder zu dieser Energie, Positivität und Negativität. Je mehr die Positivität steigt, desto mehr steigt natürlich auch die Negativität. Wir waren vor 2000 Jahren nicht an dem Punkt, an dem wir heute sind. Wir waren nicht so hochentwickelt, was jetzt alle möglichen Dinge betrifft, Autos, Internet und so weiter. Aber wir waren auch nicht so hochentwickelt, was unsere Spiritualität betrifft. Quantenphysik, da hatte vor 2000 Jahren noch niemand von gehört. Die Menschen haben gedacht, ja, es ist alles super, super einfach. Es ist ja auch super einfach. Aber sie hatten dieses Wissen noch nicht. Wir haben heute viel, viel mehr Wissen. Und alle Seelen, die auf diesem Planeten hier da sind, sind sehr hochentwickelte Seelen, was das Wissen anbetrifft. Die Frage ist nur, setze ich dieses Wissen um? Ich kann jeden Tag zur Kirche gehen. Gibt es übrigens hier, ich kenne einige Leute, 90 Jahre alt, schleppen sich jeden Tag noch zur Kirche. Wunderbar, habe ich allergrößten Respekt davor. Aber wenn ich das nicht lebe, wenn ich aus der Kirche rauskomme und vor der Kirche, und es machen wirklich viele so, vor allen Dingen in einem Dorf, stellen sich vor der Kirche hin und fangen an, über andere zu lästern. Guck mal, was die anhat. Guck mal, wie die. Guck mal, hast du gesehen, die hat gar nicht richtig gebetet. Die Familie hat gar nicht gesungen. Wer ist denn da eingezogen? Das sind ja ganz komische Leute. Ach, die kommen aus einem anderen Land. Kein Wunder, ob die überhaupt zur Kirche gehen? Wenn ich in die Kirche gehe und ich bete und ich suche dort die Nähe zum Schöpfer, zum Licht, zu Gott, ich suche dort die Nähe und ich tue alles für mein Seelenleben und komme aus der Kirche raus und mache genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich tun sollte, wo ich eigentlich für mein Seelenleben bete, statt zu teilen, statt Liebe zu verbreiten,
fange ich an, Negativität zu verbreiten, über andere zu lästern, herzuziehen, Vorurteile zu haben, zu beschimpfen vielleicht sogar. Ja, oder ich teile auch nicht mit meinen Nachbarn. Oh, das sind ganz fürchterliche Leute, meine Nachbarn. Aber ich renne jeden Tag in die Kirche. Klar, das ist der falsche Weg. Es geht darum, dass wir dieses Bewusstsein, dass wir das im Alltag umsetzen. Dass wir im Alltag umsetzen, wie wir eigentlich in unseren Gedanken sein möchten. Dass wir das, ich brauche gar nicht zur Kirche zu gehen. Ich rede ja immer wieder darüber. Es gibt so viele Menschen, die gehen gar nicht in die Kirche und sind trotzdem Menschen, die es besser verstanden haben, wenn man so will, die mehr Wissen haben als Menschen, die jeden Tag in die Kirche gehen. Es ist so einfach, ne? Es ist so einfach. Ich brauche nicht nachdenken. Ich gehe jeden Tag, jeden Morgen in die Kirche, bevor ich meinen Tag beginne. Da höre ich mir an, was der Pastor da ableiert und mache ich mir mein Büchlein offen und bete ein bisschen mit und bin beim Schöpfer, bedanke mich auch mal und sage, ach, bitte hilf mir. Es ist alles so schwer in meiner Familie im Augenblick. Und dann in dem Augenblick, wo ich die Kirche verlasse, ist das für mich gegessen, ist es für mich vorbei. Und ich gehe nach Hause und denke keine Sekunde mehr darüber nach, was ich heute Morgen in der Kirche getan habe. Es geht um das Bewusstsein im Alltag. Es geht darum, dass ich das lebe. Es geht nicht darum, dass ich das intellektuell verstehe, dass mein Kopf das versteht, dass mein Verstand sagt, ja, ich muss in die Kirche gehen. Warum? Habe ich immer so gemacht. Muss ich machen. Der Schöpfer wird ja wohl auch irgendwo da sein. Ne? Also, na, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Ich tue das Richtige. Ich möchte nicht in die Hölle kommen. Deswegen gehe ich in die Kirche. Nein, so funktioniert es nicht. Das Allerwichtigste ist die Ehrlichkeit zu sich selbst. Die Ehrlichkeit, und das ist auch das, gerade der Kommentar der Zuschauerin, es fängt an bei uns. Ich kann nicht die ganze Welt retten, wenn ich zu Hause das nicht vorlebe. Ich kann nicht zu einer Demo gehen, um die Umwelt zu retten. Und da ist ja auch noch die Frage, ich habe ja so oft darüber gesprochen, es sind Interessen, große wirtschaftliche Interessen stecken dahinter, eine gewisse Bewegung zu organisieren. Das kommt ja nicht von irgendwoher. Das sind ganz große Organisationen. Das ist ganz viel Organisation. Da ist ganz viel Werbung und PR dahinter. Wie ich ja schon oft gesagt, wenn ich heute sage, ich möchte das und das und das Projekt da und da retten, glauben Sie mir, ich kriege diese Aufmerksamkeit nicht, weil ich nicht diese Leute hinter mir habe, diese Macht, diese Organisation. Es geht da auch um Interessen. Aber wenn ich da mitlaufe, ist ja schön, wenn ich sage, ich möchte die Welt retten. Aber ich muss bei mir selbst anfangen. Sonst funktioniert es nicht. Ich muss ehrlich sein zu mir selbst. Ich muss bereit sein. Ich muss bereit sein, danach zu leben. Uch, und das ist schwer. Wie gesagt, es ist bequemer, hinter einer Organisation herzurennen, zu demonstrieren, in die Kirche zu gehen. Das sieht nach außen hin alles so toll aus. Aber bin ich das wirklich? Lebe ich das wirklich? Bin ich ehrlich zu mir selbst? Und jetzt, auch hier nochmal gesagt, jetzt sagen bestimmt alle Zuschauer hier, die das Video anhören, sich zu Hause anhören, jeder von ihnen sagt, ja, aber ich bin ja nicht perfekt. Keiner von uns ist perfekt. Ich bin auch nicht perfekt. Weit von perfekt entfernt. Ich mache so viele Fehler. Es kommen auch so viele negative Gedanken auf mich rein. Ich mache auch so viele Dinge, wo ich denke, solltest du eigentlich nicht tun. Jeder hat, wir nennen es den inneren Schweinehund oder die Herausforderung, die Schwachstellen, unsere Dinge, an die wir zu arbeiten haben. Das ist nicht eine Sache, das sind 3, 4, 5 Sachen. Vielleicht 1, 2 große Sachen und dann 4, 5 kleinere Sachen. Und das kommt übrigens auch nicht nur aus der Erziehung. Das sind Dinge, die wir manchmal schon aus vorigen Leben mitbringen. Manche Menschen haben die Herausforderung, manche müssen wirklich lernen zu teilen. Andere müssen ihr Selbstwertgefühl auf diesem Planeten finden, wiederfinden. Klein gemacht, so lange, haben wenig Selbstwertgefühl, wird auch noch ein Video zugemacht. Auch das eine riesige Herausforderung, eine riesige Aufgabe. Und da arbeitet man natürlich jeden Tag dran, solange man lebt. An dem Tag, an dem ich perfekt bin, an dem alles gut ist, an dem Tag bleibt dem Schöpfer ja nur noch eine Sache. Ne? Dann verlasse ich diesen Planeten.
dann werde ich sterben. Ganz klar. An dem Tag, an dem ich meine Aufgabe erfüllt habe. Manche erfüllen die Aufgabe nie. Die sterben, ohne die Aufgabe erfüllt zu haben und müssen nochmal wiederkommen. Aber glaubt mir, es ist nicht das Ziel hier, sich zu vergleichen mit anderen und zu sagen, oh, ich bin ja viel schlechter, ich habe keine Lust mehr, ist alles so schwer. Nein, wir haben unsere Aufgaben zu erledigen. Und ja, wir sollten mehr, wirklich mehr, darauf achten, dass wir selbst, was wir selbst tun, wo unser Ego uns im Weg steht. Denn wir haben Gott aus den Augen verloren, wie die Zuschauerin sagt, jetzt anders ausgedrückt. Wir haben das Ego ist zu groß geworden. Das, besser gesagt, es ist nicht zu groß geworden. Ich denke, es war immer groß bei jedem Einzelnen von uns. Aber das Ego ist schon im Augenblick richtig heftig im Gange. Wir sollten mehr auf dieses Ego achten, was sich zwischen Gott und unserer Seele und uns, das unser wirkliches Sein schiebt.